Die rammen sich hier, glaube ich, gegenseitig weg. Ah, ich hab doch... So wird ein Thema, die rammen sich gegenseitig weg. Ich bin jetzt in der verkackten Baustelle, weil der Typ keine Ohren hat, oder was? Ja, geil, da muss ich jetzt die Karre wechseln, oder was? Ist der immerhin gestorben? Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FA. Wir haben Animal Attack. Wir müssen ganz schnell dahin. Da vorne sehe ich es schon. Willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FA. Wir werden gleich mit einem Einsatz begrüßt. Und müssen das Tier jetzt davon abhalten, den Herren zu töten. So, das haben wir ganz professionell gemacht. So. Oh Gott. Kann ich da vielleicht auch einen Corona rufen? Huch. Bedanken Sie sich wenigstens bei mir. Hallo. Sie sind jetzt befreit. Huch. So, kommt jetzt mit dem Tier. Ah, tatsächlich. Geil. Da hier. Machen wir ein bisschen hier so. Um da was zu fotografieren. Nein, so. Jetzt können wir das einsacken. Hört ihr gerade Musik in dem Ding? Egal. Wir fahren wieder auf Streife. Und zwar hier oben. Impossible Burglary Suspect. Da hinten. Wer bricht denn hier im Kaff bitte ein, Alter? Egal, wir müssen jetzt hier irgendwie rüber. Da hinten ist der Eumel. Warte, wir holen mal ganz schnell Local Air und Local Patrol. Dann fahren wir hier und schneiden den vielleicht ein bisschen den Weg ab. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, in der letzten Folge haben wir genau hier... Was macht denn der Eumel da? Haben wir genau hier auch eine Folge gehabt. In der Union Road hieß es, glaube ich. Oder Union Drive oder so. Eine Union Drive in GTA 4. Oder? Irgendwie so. Keine Ahnung. Oh. Gucken wir mal, dass wir da hinterherkommen. Oh, okay, gut. Wir sind ausgestiegen. Und wir haben Motore. Das heißt, wir können nicht auf den Fahrer tasern. Sonst ist er tot wahrscheinlich, weil sonst ein Motorrad fliegt. Oh, oh. Boah, gerade auch die Kurve gekriegt, Alter. Wir sind gerade die Framebits zu niedrig. Ich glaube, liegt am Schnee. Wir schießen aber mal am besten die Reifen schon mal, warte. Weil die Gefahr ist natürlich groß, dass wir jetzt verfehlen. Jetzt gehen sie aus dem Weg. Ja, mein Gott. Machen sie auch immer mit mir, ja? Also kann ich das auch mal zurückmachen. Weil die Pistole ist so ungenau, um jetzt auf die Entfernung das zu machen. So, jetzt bleiben sie stehen, bitte. Es hat doch keine Chance. So, komm. Jetzt haben wir einen Reifen, okay. Ja, es ist die Verfolgungszeit eh bald vorbei, weil jetzt hat er eigentlich gar keine Chance mehr. Da wird zumindest stark gebremst. Vielleicht drängen wir jetzt noch ein bisschen in den Seitengraben. Komm, gehen Sie mal rüber hier. Jetzt haben wir ihn gedreht. Ist er einsichtig? Bleibt er stehen? Aus irgendeinem Grund bleibt er nicht stehen. Ich glaube, der ist behindert. Boah. Okay, ich glaube, die Officer hier sind behindert, nicht der Typ. So. Bleiben Sie. Gehen Sie weg, gehen Sie weg, gehen Sie weg, gehen Sie weg, gehen Sie weg. Ich muss ihn verhaften. Ich verhafte ihn. Nein, 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 nein. So, nein. Ich muss es tun, weil sonst... Ich kann keinen Transporter holen. Das ist der Scheiß. Ja, oh Jesus, oh Jesus. Huch, Tow Truck, komm. Tow Truck to my... Was macht der? Ah! Was? Ach, Motorrad wird hierin abgeschleppt. Ich möchte da hinten drauf. Nein! So, wir brauchen Corona hier. Wieso rücken gleich die Leute immer so krass auf die Pelle? Jetzt gehen sie doch bitte weg. Hallo. Ansonsten verwandle ich sie in einen Straßen-Nicht-Überqueren-Schild. So, ne? Selber schuld. Ey! Nicht vorbeifahren!
Nicht vorbeifahren. Okay, das gibt auf jeden Fall. Aussteigen. Aussteigen. Aussteigen, Hände nach oben. Ja, ich muss mich hier nicht beleidigen lassen von Ihnen, ne? Hallo! Merk ihr mal. Jetzt fahren Sie doch weiter. So. Oh, fuck. Oh, oh. Ah! Das ist aber nicht gut. Okay, auf den Boden. Hände nach oben. Auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Machen wir schnell für den hier Kollegen. So, und den nehmen wir fest. Nicht den. Den. Mein Gott. Wieso muss eigentlich alles immer in Verhaftungen enden? Ich verstehe es nicht. So. Und hier, wir brauchen einfach für den hier einen Tow Truck. Huch, ja, genau, erstmal durchsuchen. Hat er da was? Nö. Okay, dann holen wir jetzt einen Tow Truck für den hier. Und einen Tow Truck für den hier. Oder da suchen wir es auch nochmal drin. Lieber Herr Motorradfahrer, bitte verhalten Sie sich normal. Ich habe keinen Bock, nochmal einen Towtruck rufen zu müssen, ja? Wie viel besteht man mit Z, ne? Nee, scheiße. Ja, genau, mit Z besteht jemand. Und ich drücke G. Weißt du, das ist wieder diese Razer-Logik. So. Ich glaube, wir sind dann hiermit fertig und fahren weiter auf Streit. Oh Gott. Oh Gott. Der Hände nach oben. Okay. Ich korrigiere, wir brauchen einen weiteren Corona und einen weiteren Tow Truck. Und was macht der Typ hier? Ist so bescheuert aus. Ja, genau, schiebt einfach alles auf. Kein Problem. Alles okay. Arschloch. Halt, halt. Bitte. Ich kann dir nicht jeden festnehmen. Jetzt hört's aber auf hier. Steigen Sie jetzt aus. Gibt's doch nicht. Wieder hier immer dagegen fährt. Wir brauchen. Egal, ich entferne mich jetzt von hier. Ist doch nicht. Ah, nein. Hier geht wieder alles im Bach und das ist unglaublich. No, ich muss rumbrüllen. Mein Gott. So, hier, da. So. Public Disturbance. Passt, merkt ihr mal. Wir fahren da mit Code 2 hin. Ja, das wird spannend. Oh, Code 2. Ja, wir fahren ganz professionell. So. Wo ist denn der Typ? Da vorne. Hallo, junge Dame. Oh, ist, glaube ich, ein Mann. Was machen Sie denn da? Nehmen Sie mal die Trommeln weg. So, was machen... Hallo. Ey, ich rede mit Ihnen. Ey. Nicht. Okay. Auf dem Boden. Hallo, auf dem Boden. Was macht der Typ da? Hoffentlich kein... Nehmen Sie die Hände nach oben. Nehmen Sie die Hände nach oben. So. Muss mich jetzt um den hier kümmern. Wir sind in den USA, das ist alles legitim, ja? Ist alles Roleplay, das ist vollkommen okay. So, jetzt holen wir für den hier einen Tow Truck. Boah, ich muss irgendwie meine Keys ändern, damit er das Ding nicht mehr durchsucht. Und für den da hinten machen wir einen Corona. Weil der sich der Verhaftung widerlegt hat. Natürlich kommt der Truck aus dem Wasser. Das macht voll Sinn, weil der Truck, genauso wie der Corona, die kommen nämlich hier aus dem See. Das wissen viele nicht, aber die Station vom Tow Truck und dem Corona liegen unter Wasser, damit die besser arbeiten können, damit die halt dort ihre Ruhe haben, ja. Deswegen kommen die da aus dem Wasser gefahren. So, machen Sie bitte Ihre Türen zu, es ist arschkalt, ja? So, wir fahren weiter. Das war jetzt ein schöner Einsatz. Oh, Creating Street Race. Da schalten wir jetzt mal sofort ein. Und zwar ganz schnell, weil... Oh Gott, da ist schon ein Unfall, glaube ich. Die rammen sich hier, glaube ich, gegenseitig weg. Ah, ich hab doch...
So wird so ein Thema, die rammen sich gegenseitig weg. Ich bin jetzt in einer verkackten Baustelle, weil der Typ keine Ohren hat, oder was? Ja, geil, da muss ich jetzt die Karre wechseln, oder was? Ist der immerhin gestorben? Ey, bleiben Sie mal stehen, hallo! Ey! Ach, scheiß doch auf den Typen. Wir holen uns einfach schnell so ein. Ist das Street Race noch aktiv? Nö. Toll. Aber der hat mich voll weggedrückt. Das habt ihr doch selber gesehen. Das war... Ben, ist jemand mit Speeding. Was denn, hä? Wieso ist denn jetzt... Egal. Known Drugs. Okay, wir gehen dahin. Mit Code 2. Meine Fresse, ey. Wie geht's echt drunter und drüber? Ist aber voll geil. Macht gerade voll Spaß. Oh Gott. Da hinten den Typen, da müssen wir anhalten. In dem Mustang ist das, glaube ich, oder? Ein Dominator? Ist es ein Dominator? Also ein GTA? Ich weiß es nicht. Nee. Doch. Ja. Approach with Concussion hier. So, vielleicht halten sie diesmal nicht so schnell an. So wie ihre anderen Mitkollegen. So, Herr Kollege. Ich soll sie durchsuchen und werde dafür erstmal die Schlüssel wegnehmen, wenn das in Ordnung ist. Ich denke mal schon. Okay, es ist nicht in Ordnung. Wir holen einen Helikopter oder zwei Helikopter und ein bisschen Verstärkung. Und dann geht's los. Verfolgungsjagd mit einem flüchtenden Täter in Richtung Westen. Die Helikopter sind dran. Scheiße, ey. Ich hätte es aber auch echt denken können, ne? Egal. Also Schlüssel wollen sie irgendwie nicht so oft abbekommen, genommen werden. Was? Egal. So, hallo. Bleiben Sie stehen. Oder ich muss Ihnen die Reifen zerschießen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Der flüchtet zu Fuß. Okay, wir haben ihn. Nimm sie die Hände nach oben. Hände nach oben. Hände nach oben. Hände nach oben. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Hallo, auf dem... Okay. So, dann haben wir... Ja, flüchten Sie bitte nicht vor der Polizei, denn sonst endet das entweder mit Tod oder mit einem Transporter in der Gitter. Ja? Merken Sie sich das für die Zukunft, wenn Sie noch eine bekommen, ja? Wenn Sie noch eine bekommen, ja! Bin wütend. Ah! Wieso immer ich? Das ist doch scheiße. Mann! Ist doch unglaublich, wie man hier behandelt wird, ey. Wie ein Stück Apfel, genau. So. Alter, muss der Typ jetzt hier so drängeln? Das gibt's doch nicht hier. Mensch, sind wir denn hier im Affenzirkus? Alter, das gibt's doch nicht! Wieso werde ich denn immer umgefahren? Ich hätte jetzt gerne einen Tow Truck. Meine Fresse, ich fahr jetzt, bin jetzt hier weg, Alter. Ist echt unglaublich, was hier die Leute hier leisten. Aber wir sind jetzt weg, weil das kann uns scheißegal sein. Es ist ja nicht unser Polizeileben hier, ja? Es ist ja von den anderen das Leben. Wir kommen jetzt wieder auf den Highway. Officer needs transport. Officer needs trans... Das hatte ich noch nie, glaube ich. Egal, wir fahren da mal hin. Officer, respond code 2. Hallo, fahren Sie bitte rechts ran. Hallo. Ich will überholen einfach mal. Oh Gott. Alter, wie schnell ist denn der? Sie sind im keinen Einsatz. Ja, Sie dürfen nicht so schnell fahren. So... Wir reparieren nochmal kurz. So. Was ist denn das? Wieso werde ich vom Einsatz gerufen, der 50 Kilometer entfernt ist? Verstehe es nicht. Da hinten ist es anscheinend. Officer needs Krankentransport oder was? Oder was für ein Transport braucht denn ein Officer? Oh, sie hatten einen Unfall. Oh, so ein Transport also. Verstehe. Sie haben ihr Auto also kaputt gemacht. Das sehe ich. Wir holen mal hierfür einen Tow Truck. Und sie kommen mit mir mit.
So. Steigen Sie ein. Was ist hier schon wieder los? Egal. Go to the closest station. So weit weg, ernsthaft? Egal. Scheinbar schon. Dann fahren wir jetzt dahin. Mit viel Spaß und keine Ahnung. Mit ganz viel Freude am Leben fahren wir in die Station. Ey, wieso beleidigen Sie mich? Finde ich nicht gut. Weißt du, wird mal abgeholt und beleidigt erstmal. Weißt du, das merke ich mal. Das sind die Sachen, die ich mir merke. Gott, ist das weit weg, Alter. Mann, wieso habe ich den Einsatz überhaupt angenommen? Also Officer Needs Transport ist, glaube ich, ziemlich öde, außer da passiert jetzt noch irgendwas. Vielleicht ist es ja ein Selbstmordattentäter und geht in die Luft oder so. Sind Sie ein Selbstmordattentäter? Sagen Sie es mir. Sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Aber Sie wissen es besser als ich. Sagen Sie mir, ob Sie ein Selbstmordattentäter sind. Oh Gott, ich bin aber fast einer, wenn ich so fahre. Ja, ich fahre mal ein bisschen Offroad und ich möchte Ihnen die Natur zeigen. Oh, scheiße. Ja, geil. Wir haben unsere Karre ein bisschen demoliert, egal. Das macht nichts. So, nearest station. Guck mal, da war schon an deine Ehefrau oder so. Oh, Entschuldigung. So, das haben wir geklärt. Possible illegal hunting. Das machen wir auch noch Schutz. Kommen zum Ende der Folge noch illegal hunting. Wir dürfen aber die Karre einmal reparieren. Und gehen dann zum Einsatz. Es ist optisch Spawncode free, egal. Es sind Tierleben auf dem Spiel. Das heißt, wir dürfen das. Huch, den habe ich nicht gesehen. Scheiße, wenn es jetzt eine Verfolgungsjagd gibt, dann sind wir weg. Bei den Stein, also der Stein, der hat uns halt echt die Räder gekostet. So leid es mir tut. So, da hinten ist es. So. Hallo, Herr Kollege. Was haben Sie denn da für eine Waffe? Weiß ich nicht, aber ich möchte gerne mal Ihre Hunting-License. Und zwar in einem gesunden Abstand. Expired, ist invalid. Hallo. Die ist suspended. It can't be. Sie müssen jetzt mitkommen. Scheiße. Das war Reflex. Scheiße. Der ist gebückt gelaufen. Ich dachte, der schießt jetzt. Nein. Das war Reflex. Das war nur Reflex. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Ja, ganz nett eigentlich. Wir holen mal eben Corona. Nein, ich hab ihn umgebracht, obwohl der nicht mal was gemacht hat. Das werde ich mir nie vergessen. Naja, wir schleppen mal die Karre ab. Scheiße. Mann, ich hätte mir das... Oh, lol, hat ein Gorilla getötet. Okay, er hat's verdient. Er hat's verdient. Der Typ hat's auf jeden Fall verdient. Dennoch habe ich ein... Oh, er ist von den Losts. Losts oder Lost, keine Ahnung. Sehen Sie sich die Schusswunde an. Voll in den Bauch, Alter. Sämtliche Organe wurden wahrscheinlich gerade in zwei geteilt. Was macht denn der da hinten so lang? Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPDFA. Bis dahin. Ja, erstmal alle Sachen unterm Auto aufschlitzen. Ich würde sagen, bis dahin. Haut doch bitte rein. Macht's gut. Tschüss.